In der letzten Folge. Schlagerstar Nicole hat ihren Auftritt mit Hindernissen. Während Lisa eine Nachfolge antritt, mit der sie im Traum nicht gerechnet hätte. Gestern war die Freude riesig, heute habe ich tierisch Muskeln draußen. Muss der neue Hotelpraktikant Florian ganz stark bleiben. Das ist das vom Vorgänger, dass er mir noch ein bisschen was übrig gelassen hat. Dann hätte ich das alles gar nicht einpacken brauchen. Für die einen geht es nach Hause. Können wir nicht noch mal umdrehen? Während die Traumreise nach Brasilien für andere beginnt. Auf die Reise. Heute, während Marion und Yvonne langsam in Fahrt kommen, von das könnte jetzt schon ein bisschen mehr werden, geben die Schiffs-Cheerleader alles für das anstehende Basketballspiel. Ich habe noch nie sowas in der Hand gehabt und ich finde es total cool. Um Mitternacht knallen für Reiseleiter Arno und Hotelpraktikant Florian die Kochen. Alles Gute zum Geburtstag. Und Küchenpraktikantin Lisa erfüllt einen Geheimauftrag. Endlich. Hoffentlich gefällt es denen. Roberta! Morgens 9.30 Uhr, mitten in der Nordsee. Gestern ist die Weiße Lady in Bremerhaven zu einer großen Abenteuerreise aufgebrochen. Und auch für das Schiff gibt es dieses Mal ein erstes Mal. In 2 Wochen wird sie den Amazonas befahren. Dazwischen liegen noch rund 6.000 Seemeilen. Kadettin Nadja hat die Hälfte ihres Praktikums bereits hinter sich. In einer Woche geht sie im Senegal von Bord. Wunderschönen guten Morgen, sehr verehrte Gäste. Gemäß internationaler Übereinkommen findet um 10.15 Uhr an Bord von MS Albatros eine Rettungsübung statt. Diese Übung ist Pflicht für alle neu zugestiegenen Passagiere. Wie Marion und Yvonne, beste Freundinnen und urlaubsreif. Oder, was haben wir hier noch? Wellness ist Plan, Plan ist Erholung. Uns gut gehen lassen. Sachen, die man sich sonst nicht so gönnt. Genau. Weil der Alltag dafür keine Zeit lässt. Aber ich glaube, Sport machen wir doch. Ich habe mir irgendwie überlegt, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, vielleicht. Mal schauen. Ganz früh morgens. Da sind ja noch die ganzen Leute in den Betten. Ich bin ja so ein Frühaufsteher. Müssen wir mal gucken. Ich merke schon, ich kann dich da noch bin ich da nicht überzeugt von. Die beiden sind zum ersten Mal zu zweit unterwegs. Für Mama Marion eine Sensation. Der erste Urlaub ohne ihre Familie. Auf Cassandra und Kilian passt die nächsten 3 Wochen Papa Daniel auf. 3-mal kämen wir das, gell? Seenotrettungsübung. Ja. Dann müssen wir mal die Schulwesten holen. Sehr verehrte Gäste, das Signal, welches Sie soeben hören, ist das allgemeine Notsignal. Nee. Die musst du dir selber holen. Ich glaube, das kann ich nicht zulassen. Bitte legen Sie Ihre Rettungsweste noch nicht an. Tragen Sie dieselbe zusammengefaltet zu Ihrer Musterstation. Und achten Sie darauf, dass die Bänder nicht auf dem Boden schleifen. Sie könnten darüber stolpern. Den an der Innenseite Ihrer Kabinentür innerhalb der ersten 24 Stunden nach Reisebeginn muss die Seenotrettungsübung stattfinden. Pflicht für die Passagiere. Routine für Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis und Kapitän Hansen. Ja, heute Abend, Thomas, glaube ich, wir treffen Antania und dann immer fast auf der Höhe. Also wir fahren gemeinsam über den Biscaya. Biscaya. Vielleicht sollten wir schon transparent malen. Wir werden gewinnen im Basketball. MS Artania, das ist das Schwesterschiff von MS Albatros und Austragungsort eines Duells. Morgen treten die Besatzungen in einem Basketballmatch gegeneinander an. Ist keine Frage. Meine Jungs sind gut trainiert. Mit Nautik statt Taktik ist Kadettin Nadja beschäftigt. Ja, Nadja, was gehört wird, ist der Passagier-Drill. Und du könntest gerne mitgehen, den Runde über Deck zum Kontrolle. Dann gehst du neben mir und Safety Officer. Ja? Okay. Mit Schwatsche, aber geht schon nur für heute, okay? Nur für heute, richtig. Nur für heute. Ja. Danach stelle ich sofort um auf Sommer. So, weiße Schuhe und weiße Socken auch? Weiße Schuhe auf jeden Fall, Socken weg. Okay. Genau.
Als ob die Wahl der richtigen Schuhe für Frauen nicht schon schwer genug wäre. Bei ihrer ersten Begegnung mit dem Kapitän präsentierte Nadja eine eher ausgefallene Variante. Aber auf jedem Kreuzfahrtschiff gibt es da klare Regeln. Okay. Im Winter oder in nördlichen Regionen, also überall, wo es kalt ist, wird anscheinend schwarz getragen, beziehungsweise der blaue Rock mit schwarzen Schuhen. Während in allen warmen Regionen oder zu warmen Zeiten weiß getragen wird, also weißer Rock und weiße Schuhe. Jetzt fahren wir Richtung Süden, das heißt, seit heute ist Sommer, gestern war noch Winter, also muss ich noch umstellen auf Sommer, was nachher passieren wird. Klare Regeln auch zwei Decks tiefer bei der Seenotrettungsübung. Reiseleiterin Kiona demonstriert das ordnungsgemäße Anlegen der Rettungswesten. Danach muss jeder selbst ran. Für Yvonne kein Problem. Sie war bereits Gast auf einem Kreuzfahrtschiff und kennt das Prozedere. Fertig. Ja. Was wackelt und hat so wie ein Rucksack. Wackelt, darf nicht wackeln. Ne? Es muss so fest sein, dass wirklich man noch atmen kann, aber dass das Ding nicht hin und her sich bewegt. Das ist ganz wichtig. Und hier hinten auch. Ne? Also ist ganz fest, oder? Ja. Ganz fest. Atmen können wir auch noch. Wir gehen jetzt baden. Nein, ich glaube, wir gehen jetzt, ich glaube, pro Schiff wird von der Crew jemand geführt, wo erst der kürzeste Weg zu dem Rettungsboot ist. Und ich glaube, dort wird Aufstellung genommen. Und soweit ich weiß, macht der Kapitän Morten Hansen dann noch eine Abnahme sozusagen. Ich bin schon ganz gespannt, wie er so ist. Aber wir haben ja dann heute Abend noch mal das Glück, ihn noch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Es wird heute, denke ich, einfach nur ein bisschen schnell sein. Man muss ja die ganzen Rettungsboote durchchecken. Das wird viel Arbeit für ihn. Im Gänsemarsch geht's rauf aufs Promenadendeck. Jeder Sammelstation ist ein Rettungsboot zugeordnet. Und davor heißt es dann, stramm stehen für den Kapitän. Um 11 Uhr tritt Kapitän Morten Hansen seinen Kontrollgang an. Für die Passagiere ein erstes Highlight auf ihrer Reise. Viele sehen ihren Kapitän hier zum ersten Mal. Kadettin Nadja darf ihn heute begleiten. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Jawohl, schaut's gut aus? Ja. Everything under control here? Okay. Wie das Wetter, ja. Dankeschön für Mitmachen. Ich bin jetzt entlassen, aber bitte benutzen wir vorne Treppenhaus. Dankeschön. Guten Morgen, Herr Kapitän. Eine wunderschöne guten Morgen. Ihr könnt entlassen, das Boot, aber vorne bitte. Jawohl. Kapitän ist der höchste Autorität auf einem Schiff und wenn dann geht so eine Runde, dann glaube ich, die nimmst du es ernst auch, die Gäste. So, das ist diese psychologische Schlüssel. Wir öffnen diesen Kontakt mit Gästen auch und auch, dass wir selbst den guten Gefühl haben, dass ich weiß, in einem Ernstfall haben wir Kontrolle auf diese. Dankeschön für Mitmachen, euch ist entlassen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis heute Abend zum Kapitänscocktail. Also wir haben die Prüfung bestanden. Der Kapitän hat unsere Musterstation und unsere Bootsstation abgenommen. Wir haben alle in einer Linie gestanden, hatten festes Schuhwerk an und haben freundlich gelächelt. Da hat der Kapitän sich gefreut. Und, ich habe mir den größer vorgestellt. Aber er sieht sehr nett aus. Ja, nett und sympathisch kommt er rüber. Genau. Und er steuert sein Schiff sicher in jeden Hafen. Nachdem morgen La Coruña erreicht ist, steht Marokko auf dem Reiseplan. Von dort aus geht es weiter nach Westafrika, bevor MS Albatros den Atlantik überquert. In Brasilien wird die Weiße Lady in den Amazonas einfahren, eine Premiere für Schiff und Kapitän. Auf dieses Abenteuer lässt sich auch der 23-jährige Julian ein. Du bist der neue Praktikant, was? Ich bin Julian, hi. Arno, grüß dich. Okay, sehr cool. Julian wird das Reiseleiterteam unterstützen. Arno hat im vergangenen Jahr selbst als Praktikant auf dem Schiff angefangen und weiß, wie es ist, in ein neues Team zu kommen. Das Wichtigste sind gute Kollegen. Wie Danny. Morgen. Kennt ihr euch schon? Ne? Ach, nein. Nee. Du bist der Praktikant, oder? Genau, Julian, hi. Hi, Danny, freut mich. Du bist bis wann an Bord? Bis Hamburg bin ich dabei. Die ganze Reise. Genau. Oh, das ist ja super. Na cool, dann herzlich willkommen. Dankeschön. Und ich glaube, du hast jetzt Arno an der Backe erstmal. Ja. Tut mir total leid, aber... An der Wange. Okay, dann viel Spaß. Danke.
Ich habe schon gesehen, die Ute hat das schon freundlicherweise vorbereitet. Wie ist dein Nachname? Knittel. Korrekt. Sehr gut. Bitteschön. Vielen Dank. Einfach dran, hier ist der Magnet, ne? Ja. Perfekt, 1A. Super. Da bist du jetzt eigentlich gut ausgestattet. Ich schlag vor, wir nehmen dich mal mit und finden noch weitere Aufgaben. Alles klar, gerne. Läuft. Bis später, Danny. Daniel. Julian beginnt seinen ersten Arbeitstag im schwimmenden Hotel. 2 Monate Praktikum liegen vor ihm und vor dem zweiten Neuen im Hotelbereich. Hallo. Hi. Ich bin der Florian. Jasmine, hallo. Ich bin jetzt hier zum Praktikum. Ich soll jetzt anfangen hier? Ja. Würde ich mal fragen. Weißt du, wie du hier reinkommst? Schau mal, hier vorne ist gleich eine Tür links. Da gehst du rein, ich hol dich drinnen ab. Alles klar. Ja? Hallo. Hallo. Ja. Kommst du einmal hier rum. Hier stehen unsere Kopierer und hier sind diese Checks drin. So, das ist die andere Seite von der Rezi. Hast du schon mal an der Rezeption gearbeitet? Bei uns im Hotel, ja. Mhm. Fängst du gerade erst an mit deiner Ausbildung oder bist du schon fertig? Nee, ich bin im dritten Lehrjahr. Drittes Lehrjahr? Ja. Cool, zum Hotelfachmann oder was? Zum Hotelfachmann, genau. Okay, cool. Das heißt, du kennst du die generellen Abläufe eigentlich schon ganz gut? Von dem Hotel, ich denke mal, das wird sich ein bisschen unterscheiden zum Schiff, oder? Ja, schon. Es unterscheidet sich ein bisschen, aber es ist ja doch ein schwimmendes Hotel. Okay, gut. Wir sind ja immer relativ ausgebucht und dann ist es einfach gut, jemanden dabei zu haben, der interessiert ist und motiviert und einfach mitmachen kann. Und uns da einfach was abnehmen, das ist sehr gut. Ich bin hier sehr nett empfangen worden, freue mich jetzt auch mal zu arbeiten. Mal sehen, wie das hier so abläuft im Vergleich zu bei uns im Hotel. Also ich sehe, es ist schon ein bisschen anders, einige Gleichheiten hat man dann doch. Dann lass mich mal überraschen, wie viel Arbeit und wie viel Verwirrung mich hier noch erwartet. Ja. Danny ist ein alter Hase, seit 7 Jahren Reiseleiter und bester Freund von Bernd. Hey, na? Ich habe gerade 1 Stunde emotionales Shuffleboard hinter mir. Bist du gerade sehr beschäftigt? Nö, geht so. Ich bräuchte mal ganz dringend die Staffliste. Ich brauche ein paar Kabinennummern. Für diese oder nächste Reise? Für diese Reise. Ich sehe gerade, der Arno, der hat morgen Geburtstag. Wusstest du das? Morgen? Nee, hat Arno nichts gesagt. Ne? Was machen wir denn da? Kuchen, der Arno isst so gerne Kuchen. Da müssen wir was. Da könnte ich eigentlich in der Küche mal fragen. Wir können ja mal. Lass uns mal zu Roberta gehen oder so. Ja. Die ist da, die habe ich schon gesehen, genau. Dann quatsche ich Roberta mal an, dass sie da mal irgendwie was vorbereitet und dann... Gucken wir mal. Dann sehen wir schon. Überraschung. Danke für die Liste. Ja, bis später, ne? Tschüss, tschüss. Also wir sind hier eine große Familie eigentlich auf der Albatros und jeder denkt an den anderen und hilft und macht und tut und ganz besonderen Ansprechpartner habe ich ja durch den Danny, der ja immer mit mir viel unterwegs ist und wir kümmern uns so ein bisschen gegenseitig um uns und das ist ganz schön. Aber auch die anderen Kollegen sind alle mal da, wenn man sie braucht und gerade auch am Geburtstag, wenn man so ein bisschen nachdenklich fährt, ist das ganz gut, wenn man Freunde sind das ja eigentlich schon, der dann um sich auch hat. In der Bordküche bespricht Chef Peter Schulze mit seinen Köchen das 5-gängige Abendmenü. In der kalten Küche wird der Nachmittagssnack zubereitet. Jungköchin Lisa schmiert 600 Sandwiches. Seit einer Woche ist die Praktikantin neben Roberta, der Chefin der Pastry, die zweite Frau im Team, umgeben von 50 Männern. Ich bin wieder da. Willkommen an Bord. Ah, danke. Schön, dich zu sehen. Sehr gut. Und dir? Super. Wie war's auf Tanja? Wunderschön. Echt? Ja, toll. Aber auf der Albatros natürlich immer am schönsten. Ich habe ein Attentat auf dich vor. Ein Kollege von uns hat Geburtstag. Wir würden den gerne so ein bisschen Feier machen und wäre schön, wenn wir da eine passende Torte zu hätten. Irgendwie so richtig schön was mit Krabum. Können wir da was machen? Ja. Hast du da Zeit zu? Nee. Aber hier, mein Küken, bestimmt. Ja. Ah, die kenne ich noch gar nicht. Wie bist denn du? Lisa. Ja, hi, ich bin Praktikantin. Ich reich mir mal den Arm. Du bist Lisa, unsere Praktikantin? Ja, die Küchenpraktikantin hier. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo. Kann die Lisa backen? Ja, sie hat Konditor gelernt. Oh, Lisa, ich habe da einen Auftrag. Okay. Ich geh noch mal zur Seite. Hast du mitbekommen? Für Arno ist ein ganz lieber Kollege. Ja. Und da würden wir gerne so ein bisschen feiern. Vielleicht hast du ja da... Kannst du dich so ein bisschen kreativ entfalten? Kannst du da was machen? Ja klar, irgendwie so ein Marzipan-Mensch oben drauf, so einen großen, der mit einer riesen Torte in der Hand hält. Ich liebe. Arno liebt Marzipan. Mach ganz viel Marzipan drauf. Ja. Super, freut mich. Dann mach ich die Marzipan oben drauf. Perfekt. Happy Birthday drauf. Super. Dann kommen Roberta und ich hinterher an. Wir gucken uns das an
und hoffen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Sonst sprechen wir noch mal. Schönen Tag für euch. Tschüss. Ich habe mich tierisch gefreut, weil es halt doch mal was anderes ist, als jeden Tag die Sandwiches zu machen. Ich freue mich tierisch, habe mir direkt ausgemalt, wie die Torte aussehen könnte. Und ja, jetzt muss ich halt nur gucken, dass ich das Beste daraus mache und auch was Gutes hinzaubere. Aber Arnos größtes Geburtstagsgeschenk wäre der Sieg beim Basketballspielen. Um die Mittagszeit durchquert die weiße Lady die schmalste Stelle des Ärmelkanals. Westlich von ihr liegt Belgien, östlich Großbritannien. Perfekte Sicht auf die imposanten Kreidefelsen von Dover, die Wahrzeichen der Südostküste Englands. Da können wir gar nicht den tollen Blick genießen, weil wir einfach immer hier drauf gucken müssen. Ja, wir können ja die Ausflüge angucken. Ja, wir können uns schon mal auf die Ausflüge freuen, wenn wir die Beschreibung hier durchlesen. Ich meine, als ich jetzt hier so einen wirklichen Buddy gekriegt habe, wie sie immer schön sagen, ist natürlich toll. Er erleichtert mir den Einstieg ungemein. Also ich bin wie ein Anhänger momentan, der einfach nur dabei ist und schaut, was er macht und das dann natürlich aufsaugt, so viel wie möglich, um das so schnell wie möglich dann auch selber machen zu können. Optimal natürlich. Optimal auch, dass die beiden als Reiseleiter in alle Passagierbereiche dürfen und sogar Ausflüge begleiten. Arno und Julian fühlen sich auf der Sonnenseite des Lebens. Von der Hotelpraktikant Florian Vierdecks tiefer momentan eher weniger mitbekommt. Er ist, wie Julian, seit gestern an Bord und zum ersten Mal auf einem Kreuzfahrtschiff. Was ich jetzt hier gerade mache, sind die Reisebeurteilungen von den vergangenen Kreuzfahrten, die jetzt hier waren, wo dann die Gäste so ein Formular ausfüllen konnten, wie ihnen die Reise gefallen hat. Und ich übertrage das quasi, dass das dann an die Reiseagentur geschickt werden kann, damit die wissen, ob alles in Ordnung war, alles gut war, wo man nachhaken muss, wo man was verbessern muss, etc. genauso. Florian weiß, dass zu den Aufgaben eines Hotelfachmanns eben auch Schreibtischarbeit gehört. Leider liegt die Rezeption im Schiffsinneren ohne Tageslicht. Es ist doch recht räumlich, ja. Also man kriegt, stellenweise kann man ausschalten, dass man auf einem Schiff ist, das ist richtig. Aber ich bin ab und zu auch mal unterwegs, lauf durchs Schiff, lauf am Deck entlang und sehe dann auch etwas von der Umgebung und vom Wasser und drumherum. 3 Decks höher im Brückenbereich. Kein geringerer als der Kapitän nimmt sich Zeit für Kadettin Nadja. Sie war bisher nur auf Containerschiffen unterwegs und scheut den Passagierkontakt. Es gefällt mir nicht, ständig mit den Passagieren irgendwie Service-Dienstleistungen zu erbringen, sondern bin dann lieber im Hintergrund dafür zuständig, dass alles so läuft, wie es läuft. Ich glaube, das ist deine Erfahrung auch. Du brauchst Zeit, du brauchst Erfahrung und du brauchst den Ballast, dass man kommt so weit. Ich war auch durch Tankerschiffe, kleine Fischeboote, ja. Containerschiffe. Ich habe noch alles durchgemacht, wo man seine Nische hat gefunden. Und das ist die schwierigste Last, ist eigentlich lebendige Menschen. Also wegen, das ist, du weißt nie eigentlich, wo die gehen. Ein Container stellt ja. Du auf Deck und dann bleibst da stehen. Richtig. Und festgemacht, aber Gäste, die findest du überall auf einem Schiff. Ja. Also ich wollte alles mitmachen. Alles, von der kleinsten Fischeboot bis ich war auf eine 300 Meter lange Supertanker. Aber im Endeffekt habe ich meinen Weg gefunden, was ich liebe und mag. So, das ist das Schöne mit unserem Beruf. Man könnte seinen Weg einpendeln, genau. So man wollte das eigentlich. Richtig. Erst ausprobieren und ja, dann entscheiden. Genau. Erfahrung magst den Meister. Nadja hat mit ihren 22 Jahren ja auch noch etwas Zeit, um ihren Bestimmungsort zu finden. Die 18 Tage hier an Bord werden ihr dabei bestimmt helfen. 2 Decks tiefer. Ja, wir haben uns gedacht, wir werden heute mal diesen Tanzkurs in der Lounge besuchen, um zu trainieren, damit wir abends mal auf dem Galaabend miteinander schön tanzen können. Yvonne kann nämlich schon ein bisschen tanzen. Und ich habe 2 linke Füße.
Und das wollen wir heute üben. Ja, wir werden einen kleinen Reihentanz machen. Wir gehen auf die ganze Länge. Wir verteilen. Die Tanzlehrer Brigitte und Helmut Gätjens tanzen seit ihrer Schulzeit zusammen. Und die war vor 35 Jahren. Für mich ist es eine Herausforderung hier heute, weil ich noch nie einen solchen Tanzkurs bestreiten konnte. Die meisten haben das in der Jugendzeit irgendwann gemacht. Und da hatte ich das Interesse noch nicht so. Und später ging das durch die Kinder nicht. Da kann man sich abends leider so selten frei nehmen. Das hole ich jetzt nach. Und Hacke und ran. Hacke und ran. Ja, merken Sie, das ist schon. Ne? Einfach so federn. Ne? Das ist schon ein halbes FKK-Tanzen. FKK? Dabei sind doch alle angezogen. Eins, zwei, drei. Mal sehen, was da noch kommt. Es kommt bei dem Tanz nicht darauf an, perfekt zu sein, sondern einfach so. Jetzt von vorne. Mit linkem Fuß geht's los. Ja, der Kurs ist ganz spaßig. Von mir aus könnte es jetzt schon ein bisschen mehr werden. Ja, das Tempo passt sich dem eher ruhigen Wellengang an. So recht ins Schwitzen kommt dabei keiner. In der Regie beobachtet Künstlerbetreuer Wanda die Paare und freut sich über Besuch von Sängerin Katrin Wiedmann. Ich bin auf der Suche nach unseren Pompons. Pompons? Unsere Pompons. Weißt du, ich habe die doch bestellt, jetzt letzte Woche für unsere unser Cheerleading-Tänzchen. Und wir haben ja heute Abend die erste Probe, deswegen brauchen wir unsere Pompons. Und jetzt ist die große Frage, ob die überhaupt angekommen sind gestern. Oh. Hast du da, weißt du da? Ich weiß es nicht, aber wir können suchen, wenn du es. Lass uns mal Pompons. Ehrlich, weiß ich nicht. Okay. Wir suchen Pompons. Ja, müssten zwei Kartons sein, oder? Also blau und gelb. Groß, klein, so. Oh, du, ich weiß nicht, wie die das verschickt haben. Also wir suchen mal. Ja? Wir suchen mal. Na gut. Weil ohne Pompons ist das ja, sind wir doch keine Cheerleader. Ich würde sagen, da. Ja? Und ohne Cheerleader kein Basketballspiel, oder? Nicht ohne meine Pompons. Ja. Die heißen ja Pompons. 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 Man könnte auch einfach Puschel sagen. Also wir gehen jetzt in eines der Lager, wo die Sachen hingebracht werden, wenn sie geliefert werden. Es gibt da immer verschiedene Möglichkeiten. Und in einer von diesen Möglichkeiten werden jetzt unsere Pompons liegen. Genau. Wir werden sie finden, auf jeden Fall. Und wenn wir den ganzen Tag suchen müssen. In der Atlantic Lounge wiegen sich die Tänzer noch immer im Wechselschritt. Enthusiasmus sieht anders aus. Jetzt nur vier Schritte. Eins, zwei, drei, kick. Ah, okay. Also ein bisschen kann ich schon Tanzschritte, ja. Also ist schon lange her, aber ich tanze auch gern. Aber es, man hatte mal nicht so oft die Möglichkeit und einfach mal mitmachen, just for fun. Oh ja, das ist ein heißer Feger. Du hast bestimmt Angst, dass ich dir die Füße platt. Das ja nicht als Herr geübt habe. Also die Damen, die Herren sind, gehen nach links. Wie so oft bei Tanzveranstaltungen sind die Damen deutlich in der Überzahl. Und auch der Altersdurchschnitt ist höher, als den Freundinnen lieb ist. Schlechte Aussichten für Single Yvonne. So, die erste Tanzstunde haben wir hinter uns. Und ja, es war erstmal ungewohnt. Es war, ich glaube, eher mehr Einübungen, ein erstes Gefühl zu kriegen. Für mich war es, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil ich habe am Anfang die Damenschritte geübt und dann umschalten, andersrum. Genau. Katrin und Wanda durchforsten die Lagerräume. Und davon gibt es viele. Schließlich muss alles griffbereit sein, was Kreuzfahrer so brauchen. Auf hoher See wird es mit dem Einkaufen manchmal schwierig. Also in diesem Fall habe ich die Pompons im Internet bestellt und an den Agenten im Hafen schicken lassen. Weil die ja immer dann kommen, wenn das Schiff anlegt, um zu helfen, alles zu organisieren. Und die bringen dann das mit an Bord. So läuft das eigentlich. Und wir hoffen jetzt, dass der Agent, dass es rechtzeitig ankam und dass das gestern mit an Bord gekommen ist. Also, es muss da sein. Mysteriös. Wie kommen zwei Dutzend Pompons ganz ohne Tamtam an Bord? Auf der Suche nach den Pompons. Aber du bist sicher jetzt schon angekommen. Roberta dagegen findet ihre Torten immer auf Anhieb. Hier ist sie. Die Torte. Bitteschön. Und die Marzipan. Super. Farben haben wir da.
Das ist sehr gut. Ja? Oh mein Gott. Guckst du mal, was du drauf machst. So ja. Menschen, das finde ich eine gute Idee, ja. Ja, und wenn ich dann hier in so die Mitte die Torte mache und dann den Menschen dahinter setze und die vorne Happy Birthday. Ja. Die Schokolade kann ich mir nachher dann abholen. Ja. Bevor. Habe ich im Ofen auch fertig. Cool. Ja? Dann fange ich mal an. Oh mein Gott, wie wird das aus? Ich muss mal gucken. Dankeschön. Womit fange ich denn an? Wenn du was brauchst, rufst du mich. Ich muss ein bisschen Erdbeeren putzen. Mach du mal. Ja? Ich weiß ja, wo du bist. Lisa ist in ihrem Element. Endlich darf sie zeigen, was sie kann. In ihrer ersten Woche in der Bordküche hat sie genug Brötchen geschmiert, findet sie. Küchenchef Peter und Patisserie-Chefin Roberta hat sie dennoch in dieser kurzen Zeit von sich überzeugt. Da sie Konditor gelernt hat, ja, glaube ich, sie wird das also schon meistern. Ja? Sowas lernt man ja auch in der Lehre und dann dürfte das für sie kein Problem sein. Also sie wollte es unbedingt machen. Auf der Nock begrüßt der Kapitän die kleine Schwester seiner weißen Lady. Naja, genau genommen ist MS Artania etwas größer, aber 11 Jahre jünger. Ursprünglich wurde sie für den britischen Markt gebaut und von Prinzessin Diana persönlich getauft. Heute ist das Schiff in deutscher Hand und liegt am gleichen Tag in La Coruña. Die Crew kennt sich und die Vorbereitungen für das Basketballspiel laufen seit Wochen. Also wenn wir die jetzt nicht finden, dann müssen wir mal eine große Frage machen, ob irgendjemand einen Karton in Empfang genommen hat und den vielleicht irgendwo hingetan hat. Die Probe von Katrin und Wanda für morgen verläuft anders als geplant. Die Suche nach den Cheerleader-Puscheln führt sie kilometerlang durch Schiffsgänge. Aber vielleicht haben sie ja hinter dieser Tür Glück. Hoffentlich sind sie jetzt da. Das muss man natürlich so halten, sonst. Ha! Was? Oh! Ha! Guck mal! Juhu! Das war's? Du hast gesagt, 2, 3 Kartons? We are pretty, we are hot, we are everything you're not. La 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 la. Das Match ist gerettet. Zumindest für Katrin. Jetzt fehlt nur noch eine kleine Choreografie. Und die wollte sich eine Tänzerin vom Bordballett ausdenken. Jetzt bin ich gespannt, was Katie sich überlegt hat. Also ich werde diese Pompons dann heute Abend mitbringen. Und dann werden wir sehen, dass wir da irgendwelche coolen Sprüche lernen und rufen. We are pretty, we are hot. We are everything you're not. Okay. Yes, yes, what? We are singing, we are hot. We are pretty, we are hot, we are everything you're not. Okay. Albatros, 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 Albatros. Auch Arno grüßt noch ganz gelassen den Gegner. Im Hintergrund bereitet Kabinensteward Riesal das Plakat mit dem Schlachtruf vor. Die Idee kam relativ spontan. Okay. Und man weiß natürlich auf dem Schiff, dass er das kann. Aber er hat selber vor einer halben Stunde erst Bescheid bekommen und er hat ja auch seinen Einsatzplan und er ist ja Kabinensteward. Ja, eben. Deswegen können wir uns eigentlich glücklich schätzen, dass er das überhaupt macht und so kurzfristig einrichten konnte, weißt du? Deswegen muss Riesal auch Gas geben. Dream Team Albatros. Die Sache wird langsam ernst. Auf der Nock werden taktische Spielzüge besprochen. Der nur im dritten Spiel darf da nicht mehr der Spieler vom ersten Spiel. Nee, das nicht, aber die Teams können untereinander ja tauschen, also ein- und auswechseln, wie sie möchten, damit jeder zum Zug dann kommt. Auf See hat das Schwesterschiff die Nase vorn. Der Kapitän nimmt's gelassen. Ja, nee, ich weiß, meine Jungs, die ist gut durchtrainiert. Wir haben ja viermal eine Basketballhalle in Norwegen gemietet. Und da hast du ein paar Stunden trainiert, jeden Mal bei Bergen plus ein paar andere Häfen. So, ich habe ein gutes, starkes Team. Leider ist ein paar von den Besten eigentlich in Urlaub gegangen, vorige Mal in Bremenhaven. Aber das war ein paar von die wirklich Stärke von Küche. Aber ich habe ein paar wirklich gute Spieler. Und das letzte Tournament war ja der Housekeeping, hast gewonnen. Und ein paar von die Jungs ist immer an Bord. Und ich weiß, die gibt es voll Gas morgen. Die ist voll motiviert. Voll Gas muss jetzt der Kapitän geben, wenn die Weiße Lady, wie geplant, morgen früh vor MS Artania in La Coruña anlegen soll.
Und voll motiviert ist auch Lisa, die mit Arnos Geburtstagstorte zur Höchstform aufläuft. Einen blonden Jüngling hat sie dabei vor Augen, denn den echten Arno hat sie noch nie gesehen. Tudi! Endlich! Hoffentlich gefällt's denen. Roberta! Deine Schatzi. Gut. Gefällt dir das so? Ja, echt schön. Das ist gut. Erste Probe hinter mir, die zweite folgt, oder? Na, schön. Ja, super. Cool. Stellen wir dann kalt, oder? Ja. Stellen wir zu mir ins, kannst gut. Du bei mir in mein Kühlhaus stellen und dann kann er das ja nachher abholen. 5 Decks tiefer liegt die Bordschneiderei. Dort bekommt Nadjas Uniform ihren letzten Schliff. Jetzt darf ich endlich meine weißen Röcke abholen, um dann wirklich perfekt gekleidet zu sein. Weiße Schuhe habe ich schon angezogen, damit bin ich schon halb sommerlich und dann kann ich das gleich vollenden, hoffentlich, das gute Outfit. Good afternoon. This is your skirt. Aha. Very short. What? It looks different. Yeah. How, in which direction you have to wear it? This probably. Yeah, auch Marion und Yvonne sind mit ihrem Outfit beschäftigt. Vor 6 Jahren haben sie sich bei der Arbeit in Frankfurt kennengelernt und wurden unzertrennlich. Bis Yvonne in das 600 Kilometer entfernte Kiel zog. Auf dieser Reise haben die beiden endlich mal wieder Zeit füreinander. Wir machen uns jetzt schick für den Willkommensabend mit dem Kapitän und dem Kreuzfahrtdirektor. Und dem Hoteldirektor, glaube ich. Und er begrüßt alle Gäste persönlich mit Handshaking. Und ich glaube, es gibt vielleicht auch noch ein Foto gemeinsam mit ihm. Und dann gibt es einen Willkommenscocktail. Und dann, ich glaube, heute Abend ist noch die Willkommensshow. Eine große Show mit der Crew. Das hier. Es ist auch vielleicht noch mal ein bisschen Aufregung jetzt, weil es ist noch mal wieder was Neues und noch was anderes. Einfach nichts Alltägliches, ja. Doch ein besonderer Abend. Und gut, dass ich dich mit hatte. Warum? Ach so. Meine persönliche Stylistin. Ja, ja, das war ein bisschen Haare Problematik. Aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und dafür, dass ich nie lange Haare hatte, eigentlich überhaupt keine Ahnung, ob von Haare hochstecken oder so, haben wir es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Single Yvonne war schon mal auf Kreuzfahrt. Für Marion dagegen ist alles neu. In ihren Urlauben trug die zweifache Mutter in den letzten Jahren hauptsächlich Jeans. Galaabende standen dann nicht auf dem Programm. Umso aufregender ist der erste elegante Abend auf dem Schiff. Heute stellt sich die Crew den neuen Passagieren vor. Allen voran Kreuzfahrtdirektor und Kapitän. Also ich finde das ganz witzig, dass der Kapitän sich wirklich diese Mühe macht, auch jeden Gast persönlich die Hand zu reichen und auch ein kurzes Pläuschen zu halten. Zwei Frauen in der Moxleben Spaß mit dem Kapitän. Wunderschöne guten Abend. Kapitän Hansen schüttelt gewohnt charmant jede Hand. An seiner Seite Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis und nicht etwa wie von Yvonne angenommen, der Hoteldirektor, sondern ein zweiter Kreuzfahrtdirektor, Joe Lienberger. Er kennt den Amazonas und unterstützt als Expeditionsleiter das Team. Ja, Aufregung ist hinter uns. Wir haben den Kapitän persönlich begrüßt und auch die beiden Kreuzfahrtdirektoren kennengelernt. Und die waren alle sehr sympathisch und nett und haben uns eine gute Reise gewünscht. Und ich glaube, die werden wir haben. Nach dem Captain's Handshake folgt der Captain's Cocktail im Musiksalon. Ein Aperitif vor dem großen Galamenü. Auf 7 Gänge dürfen sich die Gäste freuen. In den beiden Restaurants arbeiten die Kellner auf Hochtouren. Sie kommen größtenteils von den Philippinen. Der Dresdner Lars Gröning überwacht die Vorbereitungen. Als Restaurantleiter trägt er die Verantwortung für den Service.
Ich habe ein sehr großes Department mit 70 Leuten und da muss man schon mal durchzählen, ob sie alle da sind zum Dienstbeginn. Und dann schaut man eben auch, ob die Uniform korrekt ist, ob sie alle sauber gekleidet sind, dass sie ihre Hände desinfizieren. Ja, und eben dann zum Schluss den Überblick, sind alle da, dass wir dann direkt zum Briefing rübergehen können, wenn wir das Menü erklären. Okay, wonderful, good evening. Good evening. Or as we say in German, guten Abend. Guten Abend. Und während sich die Kellner mit der Speisekarte beschäftigen, geht in der Atlantic Lounge der Einmarsch der Gladiatoren los. Die Chefs des Hoteldepartments, die nautischen Offiziere und das Reiseleiterteam stellen sich den Gästen vor. Im Namen des gesamten Teams MS Albatros recht herzlich willkommen an Bord. Und ich habe die Ehre und auch gleichzeitig das Vergnügen, den jungen, hübschen, gut aussehenden, dynamischen, ich mache so lange weiter, bis ein ganz kleiner Applaus einsetzt, neben mir stehenden Kapitän vorzustellen. Kapitän Arne Morten Hansen. Ja, danke Thomas, du sagst dir immer so nett. Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, als Kapitän der MS Albatros freue ich mich, Sie an Bord begrüßen zu dürfen. Walter aus Florenz, Italien. Josef Rass aus Portimao, Portugal. Mein Kollege Bernd Wallisch. Danny de Winter aus Hamburg. Meine Kollegin Elke aus Hamburg. Und das ist Lars aus Dresden. Arno Heuer aus Leverkusen. Mein Kollege Julian Wittel. Peter aus Magdeburg. Ich wünsche mir Ihnen einen traumhaften Urlaub an Bord von MS Albatros. Ja, meine liebe Gäste, eine wunderschöne Reise steht vor euch. Ich hoffe, euch haben irgendwas in die Gläser. Und als Norweger, wenn man die Gläser hochheben, sag's mal, go! Auf eine gute Reise. Eine Stunde vor Mitternacht und eine Stunde vor dem 24. Geburtstag von Hotelpraktikant Florian. Nur weiß das hier noch keiner. Wir haben jetzt haben wir so gegen 11 Uhr, das ist jetzt so das Ende der Spätschicht. Jetzt gibt es nur noch nachher die Übergabe zur Nachtschicht hin und dann geht es langsam, aber sicher in die Ruhepause, die verdiente. Also ich werde jetzt nicht großartig meinen Geburtstag oder so feiern oder mich irgendwie dann vorbereiten. Also ich habe mit meiner Familie schon vor einem Monat gefeiert, mit meiner Freundin damals zusammen. Da haben wir das, weil wir wussten, was auf uns zukommt. Deswegen wird das für mich jetzt ein Tag werden wie jeder andere auch. Der Tag von Reiseleiter Arno soll nicht so enden wie jeder gewöhnliche Tag auch. Ich habe in genau einer Stunde Geburtstag. Das kam jetzt auch für mich ziemlich schnell. Also die letzten Tage sind so schnell vergangen. Auf einmal habe ich Geburtstag und da ich nicht weiß, wie man normalerweise hier, wenn man an Bord arbeitet, Geburtstag feiert oder ob es da irgendeinen Standard gibt, habe ich jetzt heute den Tag über noch ein paar Leute mobilisiert und laufe jetzt auch noch mal eine kleine Runde und sage ein paar Leuten Bescheid, dass ich mich freuen würde, wenn die in einer Stunde in der Casablanca Bar erscheinen würden. Gerade an der Rezeption könnte diese wunderbare Idee auf Begeisterung stoßen, wobei die Kollegen noch mit sich selbst beschäftigt sind. 13.05. Ich will euch nicht stören. Ja, macht das erstmal zu Ende. Okay. Ja. 51.12. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr in einer Stunde in der Casablanca Bar wärt. Denn ich habe um 0 Uhr, also morgen, Geburtstag. Und ja, ich weiß noch nicht genau, wie man sowas hier feiert, standardmäßig. Ob überhaupt. Und kommt einfach vorbei. Ich würde mich freuen. Ja? Du hast morgen auch Geburtstag? Ich habe morgen auch Geburtstag, ja. Du hast morgen Geburtstag? Ja. High five? Ja. Wenn du nichts anderes geplant hast, weiß ich nicht. Nee, ich bin da. Komm gerne. Perfekt. Wie alt wirst du denn, wenn ich frage? 24. 25. Mhm. Dann freu dich. Ja. Freue mich auch. Dann sehen wir uns gleich, okay? Bis gleich. Klar. Ja, dann läuft. Bis gleich. Ciao. 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 Freue mich auch darauf, da oben zu sein und vielleicht auch mal ein paar Kontakte zu knüpfen an seinem Geburtstag. Ist ja vielleicht ein ganz guter Grund. 5, 6, 7, 8.
In der Pacific Lounge kurz vor Mitternacht. Endlich können die Cheerleader für das morgige Basketballspiel proben. Katie vom Bordballett stellt schnell eine Choreografie auf die Beine. 1, 2, 3, 4. Willst du nicht auch mitmachen? Doch, mach ich gerne, aber später. Morgen. Gut. Also man darf sich nicht so bequem machen hier. Nee. Okay, ready? Neben Sängerin Katrin geben hier Rezeptionistinnen, Zimmermädchen und Servicekräfte ihr Bestes. Und das nach einem vollen Arbeitstag. Aber schließlich geht es morgen um nichts weniger als die Ehre der Weißen Lady. Und die wollen alle verteidigen, nicht nur die Spieler. Ich habe mir gar nicht so wirklich vorstellen können, was wir da jetzt machen. Meine Aufgabe war ja nur, die Pompoms zu besorgen. Und unsere Tänzer haben sich ja eine super Choreografie ausgedacht, ein Lied ausgesucht. Und ich glaube, alle haben das super hingekriegt. Und jetzt hoffen wir nur, dass wir auch so viel Platz haben auf der Atania, dass wir das machen können. Aber wenn wir morgen noch mal proben, und dann wird das bestimmt super. Und wichtig, es soll ja Spaß machen. Also das ist ja hier kein Wettbewerb, sondern das ist ja echt nur für die Freude und für den Spaß. Und ich glaube, also mir macht das total Spaß. Ich habe noch nie sowas in der Hand gehabt und ich finde es total cool. 5, 6, 7, 8. Das After-Workout macht allen Spaß. Jetzt muss nur noch morgen das Basketballspiel genauso gut laufen. 2 Decks tiefer lassen die Gäste den Abend in der Casablanca-Bar ausklingen. In einer Ecke findet Florian Arno. Super, das freut mich sehr. Cool. Nimm mir mal einen Stuhl. Viele Reiseleiter sind gekommen, um auf Arno anzustoßen. Für den eher schüchternen Florian die Gelegenheit, ein paar neue Kontakte zu knüpfen. Guten Abend zusammen. Ich will eigentlich überhaupt keine großen Reden schwingen. Eigentlich geht es nur darum, ich freue mich sehr, dass nicht nur meine Kollegen, die hier wie auf einer Stange aufgereiht sitzen, sondern auch ein paar von der Crew den Weg hierhin gefunden haben. Vielen Dank. Ja, ich will den Fokus ein bisschen von mir weglenken, und zwar hierhin. Der junge Mann, habe ich eben lustigerweise erfahren, hat auch Geburtstag, auch jetzt. Und deswegen alle Glückwünsche, die an mich gehen, bitte zur Hälfte dann auch mit hierhin, ne? Alles klar, das ist der Florian, der ist auch Praktikant, Hotelpraktikant jetzt. Und der wird sich sehr darüber freuen. Genau wie ich übrigens auch. Vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Aber gerne. Alles gut. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Gute. Damit hat Florian am Morgen seines ersten Arbeitstages nicht im Traum gerechnet. Er sah sich um Mitternacht alleine in seiner Kabine sitzen, nur mit dem Foto von seiner Freundin und seinem kleinen Sohn Ben im Arm. Nun bekommt er die beste Medizin gegen Heimweh. Eine Party mit vielen neuen Kollegen. Und wer weiß, vielleicht auch der Beginn der einen oder anderen neuen Freundschaft. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Fünf Stunden später. Während Florian und Arno noch tief schlafen, ist Kadettin Nadja schon wieder im Dienst. Die Weiße Lady steuert La Coruña an. Der spanische Lotse navigiert Kapitän Hansen in den größten Hafen Galiciens. Tapas, it's very nice tapas. Der Hafen besteht aus 3 Becken. Einem Fischerhafen, einem Yachthafen und einem Hafen für die großen Schiffe. Dort wird auch MS Artania in Kürze festmachen, Heck an Heck zu ihrer Schwester. Artania sollte um die Ecke sein. Ich glaube, 5, 6 Minuten noch und dann sollte sie um die Ecke sein. Und dann muss man anschauen, wenn die große Schwester docken, auch den von uns. In der Küche herrscht morgens um 6 reges Treiben. Das Frühstücksbuffet wird in einer Stunde eröffnet. Und weil die Passagiere schnell an Land wollen, wird das früh gestürmt. Das ist ja mal an Bord, ja? Direkt für Küchenchef Peter, Lisa und Roberta ist nach dem Frühstück vor dem Mittagessen. Herr
wir haben nachher Lunch und wir müssen das alles vorbereiten, ja. Und jetzt so, da noch Frühstück ist, kommen wir eigentlich nicht zum Rausgehen. Also das Längste, dass ich nicht draußen war, war 2,5 Wochen. Wo ich dann rausgegangen bin, musste ich rausgehen, alleine rausgehen und mich irgendwo hinsetzen und einen Kaffee trinken. Also nur Wasser ist nicht so mein Ding. Da hilft nur ein sehnsüchtiger Blick nach draußen. Und das Wissen, dass es anderen Kollegen auch nicht anders geht. Natürlich ist man enttäuscht, dass man die Hafen nicht sehen kann und nicht rausgehen kann, weil man arbeitet. Aber ich denke mir so, die wichtigsten Länder stehen noch vor uns, wo ich unbedingt rausgehen möchte. Und da werde ich dann auch natürlich so reinhauen bei meinem Posten, dass alles steht, dass ich rausgehen kann. Dann wäre es mir ganz wichtig. Jetzt ist das noch so ein bisschen, okay, nimmst du mal so hin. Aber wenn die coolen Länder kommen, sagen wir mal, irgendwo in Marokko oder so, dann will ich raus. Das ist klar. Kapitän Hansen verkürzt sich die Wartezeit mit einer kleinen Morgenrunde an Deck und macht sich nützlich. Ja, ich sehe, der Captain kann auch so tun. Ja. Ich habe es auch so gemacht, als ich ein Deckboy war. Ja, das ist richtig. Nie vergessen, dass eine Kuh war einmal ein Kalb. Das ist wichtig. Das Schwesterschiff MS Artania ist angekommen. Und Kapitän Hansen beobachtet seinen Kollegen beim Einparken. Ja, sie drehen hier in den Hafenbecken. Und dann kommen sie langsam hier rein vorne und drehen noch mit Backbusseite, so wie links Heck zum Heck. Mit 230 Meter Länge gar nicht so einfach. Es ist immer interessant zu schauen, wie andere anlegen, auch andere Kapitäne, die guckst mir eine an. Wegen, das ist so ein bisschen Prestige in unserem Beruf auch. Und heute haben wir zwei Norweger hier mit Schiffen, die Artania und Kapitän Flatterbø, und schauen uns, wie die andere Kapitäne schafft mit seinen Ladies zum Anlegen. Auf dem Schiffsheck ist auch das Spielfeld, auf dem in wenigen Stunden das Basketballspiel stattfinden wird. So langsam wird der Kapitän nervös. Seit Wochen hat seine Mannschaft jede Gelegenheit genutzt, hart zu trainieren. Der Wetter schaut aus, das Mitspiel. Schau mal, wenn der Wetter wirklich hell ist. Aber es ist ein guter Wetterbericht. So, da wird sicher eine gute Stimmung heute. In der nächsten Folge. Das große Basketballspiel der Schwesterschiffe steht an. Wir hoffen, das wird ein fair Game und viel Spaß. Hey, hey, Amateurs! Und es kommt hoher Besuch an Bord. SOS-Kinderdorf-Botschafterin Gräfin von Pfuhl tauscht ihr Schloss gegen eine Kabine auf See. Wow, ist groß. Reiseleiter Arno wird von den Kollegen entführt. Alles Gute zum Geburtstag! Und Yvonne von ihrer besten Freundin Marion. Mein hat gesagt, pack mal die Tasche, aber ich weiß nicht, wo es hingeht.